Mars geht. Ihr wisst, wo ihr seid, oder? Wisst ihr es? Was denkt ihr? Ratet mal, was für ein Video das ist. Ratet mal. Hm? Schwarz. Warte mal, ich mach das so, genau. Boom. Wir sind in StarCraft. Wow. Yo. Was ein Surprise, oder? Was ein Surprise. Wir machen weiter. Guck mal, ich hab sogar... dass ihr das seht. Ja? Passt doch perfekt, oder? Gameboy. Voll geil. Voll crazy. Yeah. Yeah, guck mal. Ja? Yes. Ja, wir... Was denkt ihr, was wir heute machen? Natürlich. Wir machen natürlich StarCraft. Hallo? Machen wir ein wenig lauter, oder? Oder vielleicht sogar mal... ist... Mikrofon ist ein wenig laut, ja? Okay, passt. Passt. Alles easy. Alles auf easy. Ja, ich weiß nicht, ihr merkt es wahrscheinlich, aber... ich habe mir ein bisschen auf die Zunge gebissen jetzt die letzten paar Tage. Und, boah, das hat richtig weh getan. Auf die Zunge beißen. Zunge beißen. Ist ja... extrem widerlich. Also, bah, ist es widerlich. So, ja, ihr seht schon Mission Nummer 9. Ja, wir haben letztes Mal ja Mission Nummer 8 geschafft. Stark gemacht, Leute. Es liegt alles an euch. Ja? Eure Motivation in den Kommentaren, also ist es halt einfach der Hammer. Das bedeutet, ich möchte mehr davon. Ich möchte fucking mehr davon. Alright, so, dass wir das geklärt haben und ihr gebt am besten auch noch ein Like und abonniert auch noch mal, also so ganz fix, ja? 3 Klicks, ja? 1 Klick für Like, 1 Klick zum Abonnieren, 1 Klick für die Kommentare und dann noch ein paar Wörter tippen, ja? Dauert insgesamt 1 Minute, ja? Insgesamt 1 Minute für alle. Ich lasse es auch gelten, wenn ihr nur liked und abonniert, ja? Das sind 2 Klicke, ja? 1 Minute, ihr wisst ja, eigentlich sogar noch weniger als 1 Minute, weil, ja, es sind, wie gesagt, nur Klicks, sind 2 Sekunden oder was. Okay. Wir haben den großen Vorstoß gemacht, letztes Mal. Und haben endlich das letzte Mal die Konföderation endgültig zerlegt. Konföderation gibt es nicht mehr. Und deswegen sehen wir jetzt hier die offene Rebellion. Sons of Kohal, Wraith Squadron, Bravo Mission, Assault, Confederate Planeten, ja, wie auch immer. Also, Wraiths sind beauftragt, eben den konföderierten Planeten endgültig zu zerlegen. Und da sehen wir ihn, ne? Ich glaube, es ist Chao Sara, oder wie heißt der? Ja, ich glaube schon. Ciao, Sarah. Das wurde ja hier auch. Ach, die reden wieder auf Englisch. Aber die sagen, yo, Commander, lass mal deinen Scheiß, ja, und konzentrier dich auf die Scheiße, auf die Mission, ja, und so. Biu, 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 biu. Ja, wir haben es jetzt geschafft. Wir sagen, wir haben es jetzt geschafft. Yo, jetzt bist du dran, Lance. Biu! Und wie ein von der Strahle die gebündelte Energie des Psi mit das bis in die entferntesten Winkel des terranischen Sektors und für die Milliarden von Zerg zerhaut wird Tassonis. Ah, Tassonis war es, okay. Die Zerg überrannten alle Verteidigungsstellungen der Konföderation und legen die großen Städte, Industriezentren von Tassonis in Schutt und Asche. Alles. Und deswegen kommen jetzt New Gettysburg, Kommandoschiff Imperium, niedriger Orbit und die konföderierte Hauptwelt Tassonis. Wir haben mehrere Dutzend Protoss-Kriegsschiffe ausgemacht, die sich Tassonis.
Promis näher. Sie scheinen direkten Kurs auf den primären Zerg-Schwarm zu nehmen. Wenn sie die Zerg in Kämpfe verwickeln können, gelingt den Konföderierten vielleicht die Flucht. Commander, schicken Sie Lieutenant Kerrigan mit einem Stoßtrupp los, der die Protoss ablenken soll. Captain Rayner und General Duke bleiben mit dem Kommandoschiff zurück. Erst überlassen Sie alles und jeden auf diesem Planeten den Zerg, und jetzt sollen wir uns auch noch gegen die Protoss stellen? Und Kerrigan schicken Sie jetzt völlig ohne Rückendeckung darunter? Sie haben wohl den Verstand verloren. Ich weiß, dass Kerrigan die Protoss in Schach halten kann. Das ist doch Blödsinn. Kerrigan, hast du das mitgehört? Ich habe es gehört. Ich gehe runter. Arcturus weiß, was er tut. Ich kann ihn jetzt nicht im Stich lassen. Komisch. Ich hätte nie gedacht, dass du mal für irgendjemanden den Märtyrer spielen würdest. Ja, also wie gesagt, ihr habt ja ein bisschen die Story auch mitbekommen, ne? Also am Anfang ging es ja darum, dass die Zerge wenigstens so anfangen, ne? Die Terraner tun als allererstes zu dem Planeten landen und sich ein wenig entwickeln. Dann finden wir raus, dass es eine Verteidigungstruppe gibt, und das ist eben Mengsk, ne? Die uns eben ein paar Landefrachter runterschickt, um uns zu helfen, weil viele Basen von den Zerg eben, wie wir jetzt gerade gesehen haben, angegriffen werden und in Schutt und Asche. Na? Also wir haben es nicht gesehen, aber wir haben es gelesen. Und und dann finden wir halt heraus, dass es alles eben die Konföderation ist. Und deswegen haben wir sie getötet, ne? Mission Nummer 4, ne, diese Korridor-Mission, wo wir in so einem Raumschiff sind. Mission Nummer 5, wo wir das erste Mal die Bar gegen die Basis spielen. Mission Nummer 6 war dann halt wieder gegen die Zerg, weil halt die auch mal ein bisschen was dazu sagen, ne? Und Duke eigentlich zerlegen wollten, aber wir haben ihn dann gerettet. Ja, und dann natürlich Mission Nummer 7, wo wir den in der Mitte platziert haben, ne? Und jetzt Mission Nummer 8, wo wir endlich quasi alles an konföderierten Stützpunkten zerlegt haben, um dann eben quasi, ja, alles quasi sicherzustellen mit dem Psi-Emitter, ne? Aber wir haben ihn auch in der letzten Mission schon gemerkt, dass Arcturus angefangen hat, ihn zu aktivieren. Und jetzt kommen alle, ne? Jetzt kommen alle. Ist interessant, dass es erst jetzt passiert, natürlich, ne? Weil, also, keine Ahnung, für mich würde schon auch ein bisschen Sinn machen, wenn, egal auf welcher Mission, immer noch ein paar so Zerg, nur so eine kleine Base, ja? So in der Ecke meinetwegen, dass da dann halt ein paar Zerg sind. Aber gut, I guess. Ich bin nicht der Creator, ne? Der Macher der Kampagne, ja. Okay. Ja, wir müssen die Protoss vernichten, ja, und die Zerggebäude diesmal lassen, in Ruhe lassen. Ich glaube, das ist, und Kerrigan muss überleben noch, ich glaube, das ist für mich eine der besten Missionen, weil man als allererstes endlich mal gegen die Protoss spielt, weil wir haben ja sonst wirklich nur gegen die Zerg und gegen die Terraner, also gegen die Konföderierten gespielt und kämpfen jetzt das allererste Mal und leider sogar in dieser ersten Episode von Terraner in der Kampagne gegen die Protoss. Ja, also es ist wirklich das einzige Mal, aber wir kämpfen auch gegen die Zerg, nur die müssen wir heute komplett in Ruhe lassen, ja, komplett, und eben natürlich Kerrigan muss auch bleiben. Also gut, dann schauen wir mal. Warum tust du das? Hör mal, ich weiß über deine Vergangenheit Bescheid. Ich meine, ich habe Gerüchte gehört. Ich weiß, dass du Teil dieser Experimente mit dem Zerg warst. Dass Mengsk dich da rausgeholt und gerettet hat. Aber das hier, das musst du nicht für ihn tun. Verdammt, ich habe deinen Arsch auch schon oft gerettet. Jimmy, hör schon auf mit der edle Rittertour. Manchmal steht dir das ja ganz gut. Aber nicht jetzt. Ich muss nicht gerettet werden. Ich weiß, was ich tue. Die Protoss werden den ganzen Planeten zerstören. Nicht bloß die Zerg. Ich weiß das, weil... Also, ich weiß es ganz einfach.
Ja, wir fangen natürlich also allererstes mal an mit den Mineralien. Und hier das erste Mal auch, seht ihr wieder, ja. Ich war jetzt auch übrigens kurz schockiert. Meine Kamera tut doch nicht, das war, also, er tut dieses Angriff- und Stoppen-Symbol alles ein bisschen blocken, aber sonst das tut sie, sieht man noch, das ist gut. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, es ist das allererste Mal, fast schon, also mehr oder weniger wieder, seitdem, also wo es so richtig angefangen hat, ja, weil sonst haben wir meist immer die Kommandozentrale direkt an den Mineralien gehabt, ja. Und jetzt haben wir es eben so am Gas, ne, aber wir brauchen mehr Mineralien. Mir sind die Mineralien viel wichtiger und deswegen tun wir den jetzt hoch, Was soll sein? Hoch, ja. Eingabe der Koordinaten. Hoch, hoch, wie heißt es? Abheben und eben mehr die Mineralien rausfliegen. Ich höre. So, ja. Wir haben eine Kaserne. Können wir auch ein wenig weiter wegpacken. Wieder unsere, nicht vergessen, wieder unsere 12 SUVs, ja. Also immer vergessen. Jede Mission. Egal welche Rasse ihr spielt, erst fokussiert ihr euch an die Arbeit, dass ihr 12 Arbeiter an den Mineralien habt. Okay? Und immer schauen, dass ihr welches habt. Natürlich schaut ihr auch, dass die Verteidigung steht. Ne? Also wir haben jetzt Kerrigan, ein bisschen ein paar Marines, einen Adler noch. Aber, mich jetzt voll erschreckt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt schon ein Zergling kommt. Aber wie gesagt, halt. Ihr achtet immer darauf, dass ihr 12 habt. Ja, 12 ist eine ganze Gruppe. Also ihr merkt, ich habe jetzt hier so viel ausgewählt, wie ich kann. Und das sind insgesamt 12. Könnt ihr, wenn ihr wollt, nochmal nachrechnen. Und das muss nur WWF sein. Okay? Nur auch ein kleiner Tipp für euch, für die Leute, die noch ein wenig neu sind. Ihr könnt ja, also, das habe ich euch ja schon erzählt, ihr könnt ja Doppelklick machen und dann kriegt ihr also eine Einheit, Doppelklick an eine Einheit und dann kriegt ihr direkt jede Einheit, die im Umkreis ist, ja. Ihr könnt aber auch, wenn es jetzt mal passiert, oh, ihr habt jetzt ein paar Einheiten anders, also wir haben jetzt Kerrigan auch ein paar Marines noch, ne, und jetzt kann man die mit einem Tasten, mit der Tastatur, mit einem Tastenkombination, und zwar Steuerung und dann Steuerung gedrückt halten und dann auf die Einheit, auf die ihr draufklicken wollt, und dann tut ihr die Einheiten separieren. Und dann habt ihr diese ganzen Einheiten, wie gesagt, von einer Art wieder, ja. Das geht auch, so könnt ihr es auch machen. Also ihr habt ein paar hier, Steuerung, gedrückt halten und dann wieder auf die, und dann habt ihr alle. Ne? Aber ihr seht jetzt schon, ich habe die 12 Einheiten, genau. So. Und ich habe die Mission lange nicht mehr gespielt, muss ich echt zugeben, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ihr seht hier schon, ich habe ein wenig abgehoben. Da ist schon ein wenig, dieser Schleim wieder. Also sogenannte Kriecher. Ich weiß gar nicht, wie mache ich das überhaupt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Na gut. Hab's vernommen, Sir. Oh, da kommen sie wieder. Okay. Oh, guck mal. Hier ist sogar jetzt eine Königin. Und die hat uns jetzt, also ein bisschen verschleimt. Das ist der sogenannte, also eine Fähigkeit, die sich nennt Einfangen. Und das macht, dass alle Einheiten ein wenig langsamer werden. Ist aber jetzt nicht so extrem schlimm. Also ihr merkt, die Adler sind ziemlich stark. Aber ja.
Genau. So, ja. Ich würde auch immer überlegen, dass ihr ein WBF benutzt für Versorgungsdepots. Ne? Und ich würde fast schon sagen, dass wir dieses Mal nur eine Fabrik nehmen. Also normal, ich bin ja jemand, ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt jetzt in der letzten Zeit, aber ich bin jemand, ich tue immer gerne zwei bauen, ja, zwei Kasernen, zwei Fabriken, ja, aber ich glaube, in der Mission mache ich das heute einfach mal nicht. So, ja. Der kann erstmal nichts machen. Der hat jetzt frei. So. Ich baue jetzt hier eine zweite Kommandozentrale. Weil ihr wisst ja, ich möchte effizient Mineralien abbauen. Das mache ich mit den 12 WBS. Und jetzt möchte ich noch effizient Vespinga sammeln. Und dafür brauche ich drei WBFs. Und eine Kommandozentrale, die so nah wie möglich an dem Vespingas ist, ne? Also näher könnt ihr es nicht dran machen, sonst wäre es ziemlich, ja, unfair, sag ich mal, ne? Okay, und dann baue ich direkt einfach mal, ich fange mal an, baue ich hier eine Bunker. Ja, ich baue hier einen Bunker. Also diese Fabrik ist schon ein wenig komisch. Oh. Okay, so wir haben jetzt das Pingas. So, jetzt haben wir drei WBFs an Vespingas. Ja? Und das bedeutet, dass diese drei WBFs effizient Vespingas absammeln. So. Ich mache das jetzt immer so, meistens, dass ich, also da wir jetzt gesehen haben, okay, hier ist Schleim, also kann nur der, können nur die Zerg hier sein, an der Rampe, ja? Und da die Zerg hier an der Rampe sind nur, ne? Können die eben nur an dieser Rampe, an dieser Rampe, an dieser Rampe, hier. Ja. Ja, wir sehen es schon. Ja. Also ich hatte recht. Da waren, ich hatte recht. Da sind tatsächlich Zerg. Ne? Und die können nur bei den drei Rampen und hier halt kommen. Ne? Melde mich zum Dienst. Und da mache ich natürlich, ja, hier die ganzen, ich würde sagen, schon so, ja. Melde mich zum Dienst. Weißt du was, ich habe überlegt, ich baue doch so, sogar lieber ein zweites. Hab's vernommen, Sir. Meine Zentrale mit dem WBF, ja. Es ist auch sehr, sehr hilfreich, wenn man, wenn man zwei WBFs hat, tatsächlich, habe ich jetzt auch gemerkt. Ich überlege gerade, ich vielleicht doch das hier nicht so recht. Ich packe den so recht. Ja, genau, ja, wir sehen. Hier sind die Zerg, ne? Wir können sie angreifen, ne? Weil in der Missionsziel hier steht ja, ne? Wir müssen alle Gebäude lassen, ja? Also es darf kein Gebäude zu Schaden kommen von den Zerg, warum auch immer. Aber es muss halt so sein. Mach mal auf 5. Ja. Verstanden. Ich überlege, soll ich hier einbauen? Also hier. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe halt immer das. Also ich habe immer Angst,
Weil ich mache das so normal meistens. Und und die schießen halt, ne? Alles fertig. Space Marines, die schießen halt. Deswegen bin ich meistens. Ich meine, die müssen auch schießen, ist ja logisch. Aber ja. Kann's kaum noch erwarten. Los, los, los. Zerstören. Deswegen bin ich immer ziemlich vorsichtig, aber eigentlich sollte man schon hier einen hinbauen. Aber ich werde euch mal mit den Adlern das zeigen. Also hier ist auch noch eine Rampe. Da geht's auch zu dem Zerko. Okidoki. Guck mal hier. Oh, das war's. Okay, dann. Wir töten eigentlich einen, ja. Zack. Lado. Okidoki. Ist was? Ja, nice. Was soll's sein? Kein Problem. Okidoki. Ja, komm mal. Also, los, nicht sicher, zeigen wir es. Immer mit der Ruhe, Commander. Halten Sie sich an den Plan. Okay. Den Zerg darf nichts passieren. Melde mich zum Dienst. Oh man, was ist los mit dir, Mengs? Ja, warum soll den Zerg denn nichts passieren? Was ist denn, was haben die denn gemacht, dass verschoben werden muss? Ja, logisch gesehen natürlich können dann nur die Protoss von hier kommen. Ne? Also weiß ich gar nicht, wie ich das mache. Alles fertig. Ich pack das sogar vielleicht mal hier. Aber ihr seht schon, ne? Hier sind die Zerg. Und hier ist halt schon so ein Ding. Also die können eigentlich schon direkt angreifen. Da bin ich immer ziemlich vorsichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir brauchen. Ich würde fast sagen, wir bauen hier auch mal mit dem. Alles Roger. Und hier, wenn ich mich nicht ganz irre. Oh, komm mal. Oh, die haben Schaden bekommen. Oh no. Wir können hier, wenn ich mich nicht irre. Ja, machen wir hier. Oh, soll ich balancen? Los geht's. Was? Nein, die haben den gekillt. Im Ernst? Und deswegen brauchen wir eine verdammte Depot-Bitch. Melde mich zum Dienst. Alles fertig. Verstanden. So. Befehl erhalten. Brauchst du mal hier Versorgungsdepot? Guck mal, wir haben schon gleich wieder keine Mineralien. Ist schon geil. Das, was ich mache, ist sogar in die Mitte. Befehle. Nutz dich mal als Wahnsinn.
Normalerweise funktioniert das. Ganz kaum noch erwarten. Deswegen war ich gerade ziemlich verwirrt. Ganz kaum noch erwarten. Übrigens, falls ihr euch wundert, warum ich immer einen Platz noch freilasse, ist für den Feuerfresser. Ne? Denn ein Feuerfresser ist es sehr wichtig, einen Feuerfresser zu haben. Dadurch tun nämlich so Einheiten wie Zerglinge sehr schnell abkratzen. Ja. Na, also ziemlich schnell. Schneller als normal. Ich überlege. Melde mich zum Dienst. So, wir haben eigentlich erstmal alles, ja, fertig. Dann bauen wir mal, Maschinen dort. Ich überlege, wo baue ich denn? Soll ich das hier hinbauen direkt? So. Ich würde es schon ein wenig schön machen. Ja, baust hier hin. Und du baust das zweite direkt daneben. Ja. Wie immer zwei Sachen. Ja. Dadurch, dass man eben das Doppelte an Upgrades macht. Ich finde es auch gut, dass es genau die, ich das ist glaube genauso sogar die Distanz, wo die nicht schießen. Und ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube sogar noch nicht mal mit dem Upgrade. Beide fertig gemacht. Befehle, Captain. Alles fertig. Sehr gut. Ja, Sir. So. Übrigens, niemals vergessen, es kommen auch immer noch Flugeinheiten, ihr seht's, ne? Befehle, Mutalisken. Da muss man natürlich drauf achten. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir bauen hier. Es sieht halt alles so schön. Ich meine, das könnten das machen. Alles fertig. Ich mach's hier hin, ja. Was ist denn angegriffen? Oh. Guck mal, da ist sogar ein Protoss, der angegriffen hat. Übrigens, ihr habt ja gesehen, ne? Ein Protoss, ne? Das sind also auch kleine Einheiten, sag ich mal. Kleine Einheiten. Einheiten. Ein bisschen wie die. So ähnlich wie die, Melde mich zum Dienst. Wie die Zerglinge, ne? Und der Grund, warum ich das sage, so ähnlich wie die Zerglinge, weil eigentlich diese haben ja nicht wirklich was ähnlich mit Zerglingen, ne? Sind ja eher so, ja. Dienst. Also auch so wie Space Marines ein bisschen, ne? Aber, also von der, weil sie sind ja eine Figur, wie gesagt, eine Person, keine Ahnung, wie sagt man denn dazu? Eine Figur einfach, ja, eine Figur. Und, aber dadurch, dass sie, eben wie ihr gerade gesehen habt, angreift so von nahen,
habe ich deswegen gesagt, sie sind so ähnlich wie Zerglinge. Also, ja, ich habe es jetzt gerade richtig scheiße erklärt. Aber, ich sag's einfach, das sind Protoss-Einheiten. Diese Einheiten heißen Berserker, ne? Und sie sind sehr, sehr stark. Sie sind wirklich sehr stark. Guck mal, ich habe sogar... weißt du was, ich mache jetzt doch sogar die zweite Fabrik. Ich habe jetzt, guck mal, ich habe sogar diesen Turm hier hinter dieses Ding da gemacht. Ich glaube, das bringt nicht wirklich Schutz, aber ich habe es jetzt halt gemacht, ne? Ja. So, nochmal. Diese Protoss-Einheit, ja? Wir kämpfen ja das erste Mal mit Protoss. Das sind Berserker. Und diese Berserker sind sehr, sehr stark. Sehr, sehr starke Nahkämpfer, sagt man, ne? Also sie müssen an ein Gebäude ran oder an eine Einheit ran, um angreifen zu können. Und wir werden es übrigens noch öfter sehen. Diese Einheiten haben... oder jede Protoss-Einheit, besser gesagt, hat gewisse Schilde, ja? Also die haben die normalen Leben, aber eben auch Schilde. Ich repariere mal hier ein bisschen was. Währenddessen. Aber auch Schilde. Sie haben Leben, aber auch Schilde, ja? Und diese Berserker, dadurch, dass ich das Spiel ja schon öfters spiele. Melde mich zum Dienst. Befehle erhalten. Weiß ich, dass diese Berserker. Alles Roger. Bestätig. Befehle erhalten. 100 Leben haben. Ich komme immer, ich hänge mich immer auf. Melde mich zum Dienst. Es passiert halt auch immer was, ne? Jasse? Also wie gesagt, nochmal, diese Protoss-Einheiten, die wir gerade gesehen haben, sind Berserker und sie haben 100 Leben. Aber, und das ist noch nicht alles, sie haben 60 Schilde, okay? Und insgesamt haben sie 160 Schilde, okay? 160, da. Guck mal, jetzt kommt, greifen schon zwei an. Ja? Oh, guck mal. Wir sehen auch das allererste Mal die stärkste Einheit der Zerg, den Ultralisk. Ja, das ist ein richtig fettes Schwein, wenn man so will. Ja, mit so Hörnern. Also eigentlich ist es ein Mammut, wenn man so will. Da ist er. Guck mal, und hier haben wir sogar noch die nächste Einheit der Protoss. Und zwar den Dragoner. Ja, also... Der Berserker ist ein bisschen wie so ein Space Marine, aber so ein starker Space Marine mit Schilden und er greift eben an per Nahkampf. Ja, also er muss wie Zerglinge an den Ding rangehen und dann greift er an. Genau. So, dabei haben sie nicht wie der Space Marine eine Reichweite, ja, und sie schießen auch nicht. Und das macht ihn natürlich stark. Oh toll, jetzt hängt er da fest. Macht er ihn dann nur stark, wenn er eben direkt am Gegner dran ist, logischerweise, ja. Er kann übrigens auch nicht wie der Space Marine Luft angreifen. Bauen wir hier ein paar Dinger. Eingabe der Koordinaten. Weil wir wollten ja die Feuerfresser reinpacken in die Bunker. Ich höre. Und alles fest. Ja. Ja. Übrigens immer wenn ein WBF so feststeckt, ihr wisst jetzt wie man ihn trifft, okay? Dadurch, dass der Berserker ein Nahkampfeinheit ist,
sind so Einheiten wie zum Beispiel Feuerfresser. Ja, Feuerfresser hier. Die hier. Extrem gut. Extrem gut. Ja, weil eben Feuerfresser auch einen Nahkampf haben. Und Feuerfresser haben, anders als auch die Berserker, Flächenschaden. Genau, Flächenschaden heißt es. Das bedeutet, sie greifen an und quasi so ein kleiner Radius entsteht dadurch, dass sie ja mit Flammenwerfern angreifen. Heißt es quasi, ja, dass sie eine Fläche einfach haben, okay? So, wir brauchen übrigens mehr Mineralien und deswegen haben wir hier nochmal Gas und hier nochmal Mineralien, okay? Deswegen, ich kenne die Mission ja schon ein wenig auswendig. Ich baue hier direkt mal welche. Und was ich jetzt als allererstes noch, bevor ich meine Erklärung abgegeben habe, ich tue jetzt diese Kommandozentrale abheben und dahin fliegen. Dann müssen wir nämlich keine weitere Kommandozentrale bauen. Smart, meine lieben Friends. Und die können natürlich einfach da. Und der baut jetzt hier für mich ein Bunker wieder. Genau. So. Dann, weiter geht's. Ein Berserker, wir haben es alle fertig, ja? Also ein Berserker ist eine Nahkampfeinheit wie ein Zergling. Er ist sehr, sehr stark durch die Schilde und durch die vielen Leben. Ja, 60 Schilde und 100 Leben. Also 160 insgesamt. Und kann nicht wie der Space Marine Luft angreifen, okay? Der Dragoner in dem Fall, dieses vierbeinige Spinnenvieh, das wir gesehen haben und eine Reichweite hatte, ist in dem Fall eine Einheit, die Boden und Luft angreifen kann und eine Reichweite hat und mit einem mit einem Energieball angreift. Genau, mit einem Energieball. Hier. Ihr seht es nochmal, ne? Okay. Ja. Feuer kommen. Ich höre. Wir brauchen mehr von den Feuerfressern. Feuer gefällig. Ja, ne? Alles fertig. Ja, wir machen es mal dahinter hin. Ja, anders als der Berserker eben. Und dadurch, dass eben diese anders ist, ja, der, also dadurch, dass der, also Dragoner eben wie ein Space Marine ist, also angreift quasi mit, packen wir es denn hin, hier hin, machen wir es mal. Melde mich zum Dienst. Jasse? Befehle erhalten. Was ist mit angegeben? Bestätig. Dadurch, dass ein Dragoner eben eine Reichweite hat, also los, kann dieser eben direkt quasi mit dem Berserker zusammen matchen. Denn der Berserker ist vorne in der Front und tut allen Schaden entgegennehmen. Und der Dragoner tut alles, was hinten ist, von nach vorne beschießen. Ja? Und tut halt eben so Reichweite halten und den da so vernichten, den Gegner. Genau. Ja? Und anders eben als der Berserker, ja, der ja einen Nahkampfangriff hat, ist der Dragoner eine Einheit, wie zum Beispiel der Zergling, ja, der Reichweite
Also da, wenn man jetzt Reichweite gegen Reichweite nimmt, ja, das ist meistens eben auch einfach ist, daran hängt, dass du die Masse brauchst. Also wenn du viele Space Marines hast und aber wenige Dragoner, dann gewinnen die Space Marines logischerweise und andersrum halt die Dragoner. Verstanden. Ja? Anders aber eben als was ich sagen wollte ist, melde mich zum Dienst. Dass diese Berserker genauso wie mit den Dragonern einfach matchen perfekt, ja, wirklich, also wir sind quasi ja, ein Paar, wenn man so will, ne? Ja, arbeiten gar nicht, hallo, und ich habe auch noch das gar nicht gibt. Alright. Hier haben wir auch noch ein paar. Also ihr seht, das ist das Wichtigste. Und jetzt habt ihr hier auch noch vorhin schon eine Lufteinheit gesehen, ja? Das ist quasi ein Raumjäger, aber einfach nur Protoss, als Protoss-Einheit, ja? Also der macht gut Schaden gegen andere Lufteinheiten. Sie macht quasi wirklich guten Schaden gegen Bodeneinheiten, hat man gesehen. Ja? Und ja. Boah, das war's eigentlich. Verstanden. Hält halt viel aus. Natürlich, was der die Einheit, die sich so genau, also die den Namen Scout trägt, ja, also Scout ist ja eigentlich die bedeutet ja eigentlich Vorschauen, ne? Also es bedeutet der quasi, der schaut sich um, der schaut, was, worum geht's, oder was ist so, das ist so der Front, die Frontlufteinheit, wenn man so will, ne? Für die von dem Protoss. Na? Und ja. Deswegen heißt der Scout, weil er eben vorgeht quasi. Hier geht mal hier schon. Die wollen manchmal so rum, aber das erlaube ich ihnen nicht. Los geht's! Also, das sind so jetzt die quasi die schwächsten Einheiten, oder wenn man es fast schon so will, in der großen Masse sind es die stärksten Einheiten. Ja. Denn es gibt nicht mehr so viele wirkliche Protoss-Kampfeinheiten, die wirklich jetzt gut sind, wenn man so will, ja. Also, oder was heißt gut, halt wirklich, ja. Was Kauf haben, wenn man so kann. Naja, doch, es gibt schon noch ein paar. Oh, halt, ich hab doch schon, hä? Ich hab schon Space Marines. Halt, nein. Ah. Jetzt hab ich den umsonst gebaut. Dann ist der, ja. Los. Der wollte auch wieder. Und die, das passiert übrigens auch mal, das müsst ihr auch nochmal beobachten, ist, dass manche Einheiten ein bisschen so nix machen quasi. Ja. Und dann müsst ihr die wenig so separieren, ja, dass so wenig ein paar andere Einheiten ein bisschen was anderes machen, aber jetzt so. Ich denke mal, das passt. Ja. Ihr werdet jetzt auch sehen, hier, genau. Guck mal, das sind schon starke Einheiten, ne? 20 Schaden, meine lieben Friends. 20, okay. Also das ist schon ziemlich stark. Da kommt noch mehr. Ja? Guck mal, und wie stark die schon da sind, das ist Wahnsinn. Also... Was haben wir jetzt hier? Ja, ne? Wer stellt sich?
immer noch ein bisschen so schauen, was mache ich mal hier, was mache ich da, was mache ich da. Feuergefährlich. Genau. Feuergefährlich. So. Melde mich zum Dienst. Wenn jetzt erst einmal alles ein wenig so separiert ist, ne, dann ist es besser. Ja, ich habe in der letzten Mission auch gesagt, man kann Belagerungspanzer benutzen für die Verteidigung. Ich würde es in der Mission speziell nicht empfehlen. Oder höchstens gegen die Protoss. Okay? Also wirklich nur gegen die Protoss. Und das bedeutet, dass ihr eben ja, ein paar Belagerungspanzer, also meinetwegen einen hier hinstellt, einen hier hin oder zwei meinetwegen und das war's. Ihr könnt noch einen hier hinstellen, ganz in die Ecke, für die, oh guck mal, ja? Also Scout, so sieht der aus, das sieht ein bisschen weird aus, ja. Also ihr seht, es sind quasi einfach nur starke Lufteinheiten, beziehungsweise gegen Boden nicht so stark, aber ja. Es kann übrigens auch mal passieren, denn die Mutalisten, die ja die Zerg haben, ne, diese fliegenden Zerg, die haben einen sogenannten Glaive-Angriff. Ja, also diese ätzende, keine Galle oder was die spucken, springt auf mehrere Hindernisse weg. Und deswegen tut es manchmal, also die greifen an ein Objekt und dann springt es 1, 2, 3 Mal weiter. Ne? Also ja, das ist eine Sache. So, ich baue jetzt hier mal meine ja. Meine Raumhafen hin. Sollen wir einparken? Die tun noch her. Eingabe der Koordinaten. Okay. Sollen wir einparken? Genau. Volles Rohr. So. Ja. Also, das ist jetzt erstmal ein bisschen gesichert. Das meiste ist jetzt gesichert. Für, ja. Wie heißt das? Alles fertig. Berserker. Alles fertig. Guck mal, ich merke das auch hier jetzt gerade. Ich kann das nicht so lassen. Oder soll ich das hier hinbauen? Eigentlich wollte ich das nicht hier. Ja, mach halt hier so, ja. Ja, mach halt, oh, mir egal. Dann ist es halt jetzt so, naja, hässlich. Mit diesem so. Kann man da durch jetzt? Okay, gut. So, ja. Wir brauchen natürlich was. So, ich, ja, ich wollte noch was genau zu den Ultralisten sagen, also die stärksten Zerg-Einheiten. Es sind die, Zusatz fertig. Stärksten Zerg-Einheiten aus dem Grund, weil sie 400 Leben haben. 400, okay, 400. Und, die greifen so mit so Stößhörnern an, habt ihr ja schon gesehen, ja. Und sie sind wirklich sehr stark. Oh, guck mal, ich habe es schon gemacht. Okay. Dann mache ich alle Upgrades schon mal. Was ist denn das? Das und das. Ja. Und dann mache ich doch mal ein paar Belagerungspanzer. Alles fertig. Und noch vier draus, ja. Ja, zwei, ich habe diesmal zwei wissenschaftliche Institute gebaut, weil wir die letzte Einheit bekommen. Ja? Erst noch das Geheimdienstzentrum für die Ghosts und jetzt das Physiklabor.
Falls ihr es schon gesehen habt, wir haben die, ab die Post. Letzte Einheit. Ab die Post. Verstanden? Yep. So. Befehl ist, Sir. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Ziel identifiziert. Ja, Sir. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Befehl ist, Sir. Zielgebiet. Ja, stellen wir mal hier hin. Befehle, Captain. Wir brauchen natürlich wieder. Melde mich zum Dienst. Alles Roger. Mineralien. Guck mal, wir haben so wenig Mineralien hier. Das ist crazy. Melde mich zum Dienst. Alles Roger. Befehle erhalten. Und hier schon mal alles. Bom, bom. Hier, na, also ihr wisst ja, die Tarnen und für Ghosts. Dann Stopper. Ne? Also die Fähigkeit habe ich euch im letzten Ding gar nicht gezeigt, aber obwohl doch, ich habe sie euch schon gezeigt von Kerrigan aus. Ja, ja, stimmt. Ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Also das ist ja diese Fähigkeit, wo ihr mechanische Einheiten jeglicher Art quasi also einfach wie heißt es, außer Gefecht setzen könnt für mehrere Sekunden. Ja. Genau. Hier noch Nuklear-Silo. Baue ich auch mal hin. Forschung abgeschlossen. Scanner brauchen wir nur einen. Was ist denn an? Ah. Jetzt mal hier reparieren. No, nicht. Sterb nicht. Ah, come on. Forschung abgeschlossen. Bestätigt. Alles fertig. Forschung abgeschlossen. Come on. Ja, Sir? Ich mache das auch mal so. Das kann ein wenig hier hin. Ja. Zusatz fertig. Ja, die letzte Einheit, der schwere Kreuzer. Da die ja hier, die Zerg, ihre beste Einheit haben, bekommen wir hier auch unsere beste Einheit. Okay. Und ich habe auch übrigens schon die Upgrades für beides gemacht. Also ihr müsst überlegen, jede Einheit hat ja, jede Einheit, die Energie hat, hat immer ein Upgrade, wirklich in jeder Hinsicht. Der Ghost, ne? Hier jetzt für das wissenschaftliche Forschungsschiff, genau. Ja, Forschungsschiff hat Energie. Der auch, ne? Der Raumjäger. Und der Ghost, genau. Also der Ghost hat ja Energie, deswegen haben wir plus 50 Energie, das ist dieses, das wissenschaftliche Forschungsschiff, oder das Forschungsschiff einfach nur, hat Energie, das ist plus 50 Energie. Und die letzte Einheit, der schwere Kreuzer, hat auch Energie, deswegen auch plus 50 Energie. Und der Raumjäger hat auch Energie, deswegen auch plus 50 Energie im Kontrollzentrum, im Kontrolltower, ja. Und sonst gibt's nichts wirklich, was an Terranern an Ding hat. Ja. Genau. So, Versorgungsdepots wie immer.
Ich baue mal hier auch noch einen Raketenturm hin, ne? Denn die können ja auch hier angreifen, also los, mit dem Ding. Aber ich habe ja hier auch schon ein bisschen gebaut. Das sollte alles fertig sein. So, die ganzen Sachen sind fertig, genau. Ja, Nuklearsilo, also ich brauche ja keine Bomben jetzt in dem Fall. Ja. Aber ja. Hier baue ich. Will ich hier einbauen? Eigentlich ist es unnötig, ne? Ja, komm, lass es. Brauchen wir einen Kommandozentrale? Eigentlich nicht, ne? Also wir haben ja jetzt hier die Station, ne? Aber ja. Alles fertig. Ab die Post. Keins, so. Genau, ab die Post habe ich gerade gesehen. Befehl ist hoch. Wir können mal. Wird ausgeführt. Ja, ich nehme die. Aber eigentlich können wir fahren schon runter. Absolut. Weiter geht's. Ja. Wird ausgeführt. Und dann brauche ich, wie gesagt, noch einen letzten hierfür. Den packe ich hier hin. Na? Falls hier ein Ultralisk kommt, aber das ist nur die. Befehl ist rot. Wird ausgeführt. Alles fertig. Ab die Post. Absolut. Ab die Post. Ziel identifiziert. Also los, nicht. Zielgebiet. Weiter geht's! Ich höre. Naja. Wo haben wir meinen. Der baut noch. Ist hier, genau. Melde mich zum Dienst. Sofort, Sir. Ja. So. Eingabe der Koordinaten. Verstanden. Ich weiß gar nicht, warum ich den da jetzt eingeladen habe. So, hier. Station aufbauen. Aber hier nicht hinbauen. Also ich baue hier. Da, ne? Also da, wo der WBF jetzt halt ist. Hier. Das hier. Hier kein... Auf gar keinen Fall. Kein... Panzer hinbauen. Denn was passieren könnte, ist, ihr scannt hier, ja, und dann, ich kann das ja mal machen, ganz in der Ecke hier, ne, guck mal, ja. Ja. Dann greifen die nämlich an, naja, ja. Hier haben die auch übrigens schon alles entwickelt, ne. Hier kann ich auch mal scannen, ganz ehrlich. Naja, hier ist nicht so viel, aber da ist auch so ein Gebäude, ne? Weiß gar nicht, ich hoffe das. Ja, das ist was ich meine. Feuer frei. Nicht angreifen, bitte. Sollen wir reinheißen? Ja. Jetzt haben wir angegriffen. Feuer nicht frei. Gut. Also da muss man aufpassen, dass man da echt nicht. Ich weiß nicht warum Mengsk da so, weiß ich nicht, Hemmungen hat, sag ich mal, ne? Aber oh ja, hier, ich habe gesehen, hier haben die ja auch angegriffen, so ein Versorgungsdepot. Also die Protoss, aber auch die Zerg. Kann ich eigentlich. Na doch, mach mal hier einen. Machen mal weiter mit den ganzen Upgrades. Wir können auch schon die ganzen Level 1, 2 und 3 Upgrades machen, ne? Für jede Stufe. Das ist ja jetzt jede Dings. Oh, guck mal. Oh, lol. Greifen jetzt echt viel nach. Hier noch einen hinbauen. Bevor der repariert ist natürlich. Schon wieder, guck mal, wir schon wieder eine Stunde, ja? Das ist crazy. Das ist crazy. Melde mich zum Leben. Ja. So. Befehle erhalten. Also los nicht. Ja, aber wir können jetzt auch mal ein bisschen bei dem Protoss scouten, ne?
oder scannen. So sieht nämlich eine Protoss-Basis aus. Guck mal. Okay, jetzt ist es ein bisschen blöd gemacht. Hier sind nämlich nur so diese Dinger. Das sind quasi die Versorgungsdepots, wenn man so will. Und die versorgen auch so Gebäude mit Energie, aber dazu kommen wir noch später. Also ihr wisst ja, bei den Zerg, oder ich weiß nicht, ob ich es euch schon gesagt habe, aber bei den Zerg, da brauchen die ja diesen Schleim, um so Gebäude zu platzieren, ja. Und bei den Protoss brauchen die eben so Energie, sag ich jetzt mal. Und diese Energie bekommt man von den Dingern her, ne? Ja. Upgrade fertig. Stoppern noch. Genau. Nuklear-Rakete. Ich weiß nicht, ob ich eine Nuklear-Rakete mache. Aber ja. Verstanden. Ich tu auch mal. Ich hab mal eine. Ich tu mal hier den Sammelpunkt hier runter tun, ne? Weil wir wollen ja die Protoss angreifen und da vorne hier tut es nicht so viel, deswegen. So, ja. Ziel identifizieren! Ziel gewinnen! Ah ja, guck. Das ist, was ich meine. Die Belagerungspanzer, also die tun hier Protoss zerlegen, also so abkratzen tun die hier. So, alles Stufe 2. Ganz wichtig, meine lieben Friends. Ziel identifizieren. Guck mal, das ist auch geil. Plus, also ein Upgrade. Wir haben nur ein Upgrade gemacht, das 100 Vespingas und 100 Mineralien kostet. Und dazu tun die schon 5 Schaden mehr machen. Also speziell die Belagerungspanzer. Befehle, Captain. Sofort, Sir. Ja, das ist schon krass. Schon krass, ja. Und hier auch eine Panzerung, ne? Ja. Ich glaube, die Protoss oder die Terran, die Gegner generell, auch die Zerg, haben Upgrades, aber wir werden es mal sehen. So, das ist natürlich nicht die einzige Basis, die die Protoss haben. Es gibt noch eine viel fortgeschrittenere hier. Ja. Ja, ihr seht schon, hier sind die Wachen. Das ist schon lustig. Also hier sind diese Kanonen, das sind quasi unsere, Geschütztürme. Aber unsere Geschütztürme und Raketentürme greifen ja nur Luft an, diese greifen auch Boden an. Dazu tun die aber unsichtbare Einheiten entdecken, also diese Kanonen tun auch unsichtbare Einheiten entdecken, wie die Raketentürme. Dann haben wir hier, das ist das, Gebäude des der Raumhafen sozusagen, ne? Raumportal heißt, also quasi auch das gleiche wie der Raumhafen, nur Raumportal. Nur natürlich haben die keine, also Add-ons, ne? Also so wie hier jetzt dieses Kontrollzentrum haben die nicht, ne? Das gibt's nicht. Aber ihr seht auch überall, diese Dinger sind überall, ja. Diese sogenannten Pylonen heißen die. Ja, und das ist der Warp-Knoten. Daraus kommen die Berserker und Dragoner. Ne? Also das erste Gebäude, wo man quasi Einheiten baut bei denen. Dann haben wir hier die Fabrik, ja, die Roboterfabrik. Dadurch bauen die ja so auch Zeug halt wie wir jetzt. Also so Panzer und so. Aber also nicht Panzer, weil Protoss haben nicht wirklich Panzer oder benutzen keine Panzer, aber da kommen auf jeden Fall mechanische Einheiten. Und dann ist das noch ein Upgrade-Gebäude, ne? Speziell nur für Berserker. Und hier, das ist die Schmiede. Da kommen die ganzen Upgrades her, also die ganzen richtigen Upgrades, diese Upgrades, ja? Die Level 1, 2 und 3 Upgrades. Keine Forschungen, sondern Upgrades, ja? Weil hier kommen nur Forschungen. Also es ist quasi so ein Ersatzgebäude, wie
wie die Add-ons für die Gebäude, nur halt ja halt als Forschung. Genau. So Upgrade fertig. Genau. Sehr gut. Dann haben wir hier jetzt schon mal durch alles. Ja. Also es muss nur noch upgraden, aber bis es dann upgraded ist, ist es dann halt fertig, genau. Ja, und sonst, also, ja, das ist ja für die Upgrades, wie gesagt, das tut auch genauso wie das Maschinendock, ja, diese Kanonen freischalten, ne? Und dann haben wir hier noch ein Gebäude, das ist speziell für Dragoner, also wo man die Reichweite machen kann, aber auch, das ist aber auch ein Gebäude, also da ist eine Forschung für den Dragoner, und zwar die Reichweite, aber auch eben Upgrades für Lufteinheiten, also eben ja, für diese Scouts, die ich ja vorhin erwähnt habe, die daraus kommen eben, genau. Guck mal, die werden hier schon komplett zerlegt. Ich liebe es. Das ist Wahnsinn. So, ja, ich scanne nochmal. Das ist übrigens ein Transportmittel, das Shuttle. Ne? Also es ist quasi der Landefrachter, aber eben für die Protoss. Ganz genau das gleiche. Ne? So. Guck mal hier, es blinkt. So sieht man, wenn was produziert wird. Ne? Bei dem Warp-Knoten, also bei dem Gebäude und bei der Roboterfabrik nicht. Aber bei dem blinkt es, deswegen sieht man, dass es quasi produziert. Achso, und das habe ich noch gar nicht erklärt, das ist das Hauptgebäude. Der sogenannte Nick. Ja. Zielgebiet? Ah, und guck mal, das habe ich auch. Der Sound. Sehr, sehr geil. Das ist ein Sound, wenn ein Scout stirbt. Übrigens. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Hier, guck mal, wenn ich jetzt was anwähle. Dieser eine BBF ist jetzt grün, ja, seht ihr? Und ihr seht auch, hier ist ein Parasit entdeckt. Ja. Parasit entdeckt ist eine Fähigkeit von den Zerg. Ja. Also es gibt ja einmal dieses grüne. Dieser grüne Schleim, sag ich mal, ne? Den so auf alle Einheiten ein bisschen geht. Da das verlangsamt die ganzen Einheiten, Bodeneinheiten, ist nicht so stark. Das ist ein wenig stärker, und zwar Parasit entdeckt ist eine andere Fähigkeit, auch von dieser Königin, die wir am Anfang gesehen haben, ja, die so hier vorbeigegangen ist und das halt hier gesprüht hat oder geschleimt hat, whatever. Die hat noch eine andere Fähigkeit, und zwar Parasit, und damit kann man eine Einheit speziell anwählen, ja, die man will. Und jetzt sehen diese Zerg hier das genau gleiche, was dieser WBF auch sieht, ja. Es ist aber nicht so schlimm, weil wir, die greifen, die sind ja eh programmiert, also es sind ja eh Computer, die programmiert sind. Und deswegen, ist es nicht so schlimm. Die greifen eh nicht so stark an. Ja. Aber nur mal so, um zu wissen, sie sehen jetzt genau das, was dieser WWF genau macht. So, wir haben aber jetzt wieder keine Mineralien. Ne? Und deswegen brauchen wir mehr. Und ich kenne mich mit dieser Karte ein bisschen aus, natürlich. Ne? Und weiß, dass hier noch ein paar Mineralien sind. Okay? Und damit tun wir wieder normal die Kommandozentrale fliegen. Und melde mich zu denen, ne? Verstanden. Und diese vier BBS machen jetzt erstmal also nichts. Verstanden. Uns ist hier nichts. Schaltet euch an, Jungs. Ja, nur Space. Euch fest, Weltraum, Leere. Schon crazy ein bisschen, ne? Stellt euch mal vor, ihr würdet so mit so einem Landefrachter oder so einfach so in einem Weltall so schweben. Das ist schon crazy. So, ne? Ja, man merkt dann schon auch so eine andere Art von Einsamkeit. Aber ja. Hier ist auch immer wichtig, natürlich immer ein bisschen zu schauen, weil natürlich ist direkt daneben die Zerg, die Rudersbasis. Ne?
Und die können natürlich. Ach guck mal, hier ist auch ein Gebäude noch. Das ist ein Upgrade-Roboter-Support-Dock für die Roboterfabrik, für diese hier, ja. Auch ein Upgrade-Gebäude. Aber ja, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man sie hier halt schaut, dass es ein bisschen hier, dass hier keiner ist, ne? Es kann natürlich jemand hier angreifen, also das ist immer wichtig. Wenn jemand angreift, ganz wichtig, lass die Kommandozentrale wieder wegschweben, ne? Und tut die ganzen WPFs in den Landefrachter, ne? Also quasi, wir sind nun hier, um Mineralien zu sammeln, ne? Okay. Verstanden. Nur hier, wir sind nur hier um Mineralien, um diese vier Mineraliencluster zu sammeln. Ja? Deswegen immer ein bisschen so auf ein Auge haben, weil ich will jetzt hier auch kein Ding bauen. Keine Verteidigung. Aber was wir machen, und zwar jetzt als allererstes mal die allerletzte Einheit, ja. 400 Mineralien, 400 Mineralien, eine Kommandozentrale ist es, ja. Eine Kommandozentrale, meine lieben Friends. Schon crazy, ja. Aber ihr werdet sehen, es lohnt sich. Es wird sich wirklich lohnen. Ja. Ziel identifizieren! Guck mal, ja, Sir. Wir haben jetzt Upgrade fertig. Plus 15. Wir machen 85 Schaden. Immer alles erledigt, ne? Es braucht auch ziemlich lange hier, merkt ihr gerade, ne? Ja, auch keine, ich werde hier auch keine, kein Scanner oder irgendwas hinbauen, weil es lohnt sich einfach nicht. Die Mineralien sind ziemlich schnell abgearbeitet später. Und ich habe ja hier noch hier ein Scanner, ne? Den kann ich wieder dann natürlich dran setzen. Melde klar. Mich zum Dienst. Ich kann mal hier Ziel identifizieren. Ob alles gesund ist oder halt. Befehl ist so. Ziel identifizieren. Hier. Ja, Sir. Befehl ist so. Ja, Sir. Ziel identifizieren. Ja. Kreuzer einsatzbereit. Kreuzer einsatzbereit. Sofort, Sir. Kreuzer einsatzbereit. Alle Mannschaften bereit. Guck mal. Immer mit der Ruhe. Das Riesenschiff. Also das Riesenschiff, das wir quasi in der letzten Mission hatten, als Held, ne, haben wir jetzt als normale Einheit. Ah, ja. Guck, das ist auch übrigens, da merkt ihr schon, wie gut es ist, die zwei Belagerungsmanns hier zu haben. Das ist... Und das wurde auch beschädigt. Interessant. Kann ich da hin? Schaffe ich das? Geht er da durch? Ne, da muss außen rum, okay. Bauen am besten so viel, ja, so 6 reichen eigentlich meistens, ne? 6 reichen. Luftfrequenzen offen. Ja, na, wieder die Yamato-Kanone vom letzten Mal, auch ihr wisst ja, die hat... Kreuzer einsatzbereit. Der hat, Kreuzer einsatzbereit. Ja, Versorgungsdepot, das ist klar. Das war klar. Immer die Versorgungsdepot. Ey. Ich baue mal. Hier, die können mal. Wenn hier die Seite. Melde mich zum Dienst. Baue ich ein paar Versorgungsdepots. Ziel identifiziert.
glaube, das war's. Ich glaube, nachdem werde ich nichts mehr bauen am Versorgungsdepot. Ich brauche auch keine mehr. Mannschaften bereit. Verstanden. Sofort, Sir. Und ihr werdet dann schon merken, natürlich, dass diese 4 Ruffrequenzen oder 8, ah ne, 6 sogar sind. Also, zerlegen alles. Und guck mal, wie viel haben die denn? Ruffrequenzen 500 offen. Leben. Genau, 200 Energie, ne? Wegen dem plus 50 Energie-Dings. Plus 50 Energie, wie heißt es? Upgrade, genau. Und dann haben die natürlich noch die Yamato-Kanone, die macht, glaube ich, 250 Schaden oder sowas. Irgendwie so. Guten Tag, Commander. Guten Tag, Commander. Wie viel machen die so? Plus 9? Also, es sind 2, ja. LB Laserbatterie und LL Laserbatterie, also. Ich weiß nicht, Laserbatterie für Boden und Laserbatterie für Luft. Deswegen wahrscheinlich die LL und LB, I guess. Also B für Boden, L für Luft. Das zweite, das erste L, keine Ahnung. Ich denke mal für Laserbatterie. Kreuzer einsatzbereit. Ja. Forscher bereit, Commander. Genau. Ja. Ruffrequenzen offen. Genau. Und 6 Panzerungen. 6 Panzerungen. Das ist schon auch krass, ja. Also hier haben die ja, guck mal, die Panzer haben 3 plus 3 mit dem Upgrade und eine Grundpanzerung, also 4 insgesamt. Die haben ja normal nur 3, also wegen dem Upgrade. Was haben das? Und auch eine Spinne, ja. Ja, ich habe natürlich ein, Forschungsschiff gemacht, ja. Ich baue auch noch mal sowas und dann baue ich noch. Dann haben wir nämlich die 150. Was bauen wir denn noch? Ich baue mal noch ein Ghost, einfach so aus Jux und Dollerei. Ziel identifizieren. Ich wollte jetzt sagen, ich kann den ja hier reinpacken, aber nee. Ja. Hier 2 Landefrachter. Landungsschiff bereit. Ich höre. Also los, Schneider, ja. Schneider Janio. Der kann hier hin, ne? Alle Mannschaften ja. Bereit. Ja, wie gesagt, ich habe ein Forschungsschiff gebaut. Dann wichtig ist, also diese beiden. Diese beiden. Melde mich zum Dienst. Diese beiden. Bestätigen optischen Empfang. Empfangesignal. Übermittle Befehle. Waffen. Die alle Mannschaften die schweren Kreuzer haben. Ja. Also die stärkste Einheit hat ja sehr viel Leben, wie ihr seht. Sehr viel Schaden für Luft und Boden. Aber was ein schwerer Kreuzer nicht hat, ist, er sieht quasi nicht. Also unsichtbare Einheiten tun die nichts sehen. Hauptquartier, empfange Befehle. Und deswegen ist ein Forschungsschiff wichtig, denn ein Forschungsschiff sieht nämlich. Sieht nämlich unsichtbare Einheiten. Und somit kann man quasi mit diesen hübschen Kurs setzen. Dann mal los. Kurs setzen. Einheiten. Na? Genau. Hauptquartier, empfange Befehle. Los geht's. Und
und ich tue die immer hier auf, ihr seht's, auf Bewegen und auf ja, eine... Ah, Grüße, Commander! Alle Mannschaften bereit! Guten Tag, Commander! Auf eine Einheit klicken. Immer mit der Ruhe. Denn dann mal folgt los. Der die, ne? Ihr seht schon, ne? Ruffrequenzen offen! Ich greife mich an. Dann mal los! Was ist das Anliegen? Ja. Befehle, Captain? Ruffrequenzen offen. Angriff, einfach Angriff. Und hier immer rein. Mit der Ruhe. Ja. Immer mit der Ruhe. Das sieht auch geil aus, finde ich, ne? Ja. So. Und wenn ihr natürlich lazy seid wie ich, ja, oder einfach Angst habt, auch irgendwas so kaputt zu machen oder so, macht ihr einfach eine Yamato-Kanone und klickt auf diese Kanone. Und dann, wie im Vor, warm, könnt es mit allen Einheiten machen, mit allen Gebäuden auch. Oder auch mit sowas zum Beispiel machen, ne? Und der wird ein, der wurde jetzt 100% ist der getroffen. Empfange Signal. 100% hat diese Yamato-Kanone getroffen. Denn wenn ihr schnell natürlich reagiert und klickt, dann, ja. Tut es 100%. Alle Mannschaften bereit. Aber das tut auch so eben. Bestätigen optischen Empfang. Genau. Alle Mannschaften bereit. Guten Tag, Kommandant. Aber ich sehe gerade. Empfange Signal. Oh, no. Es sind ein paar viele hier. Guten Tag, Kommandant. Oh, ein paar mehr. Immer mit der Ruhe. Kurs setzen. Hauptquartier, empfange Befehle. Empfange Signal. Naja, ihr habt schon gesehen, die auch wieder hört sich genau gleich an wie ein, der Angriff von, guten Tag, Commander. Einem Raketenturm. Also das hört sich genau gleich an wie der Angriff vom Scout. Wie dein Raketenturm. Alle Mannschaften bereit. Wichtig ist auch natürlich, dass wenn diese Dinger weg sind. Empfange Signal. Also ich muss es mal zeigen. Dann mal los. Kurs setzen. Immer mit der Ruhe. Kurs setzen. Energie. Guten Tag, Commander. Dann mal los! So. Empfange Signal. Jetzt seht ihr. Guten Tag, Commander. Aber ja, normal, also normalerweise Empfange müsste der Signal. Jetzt außer Betrieb Kurs sein. Setzen. Immer mit der Ruhe. Was ihr übrigens auch machen könnt, ihr seht ja hier, Bruder Scout Schilde, ne? Guten Tag, Commander. Übermittle Befehle. Bruder Scout Schilde und man kann eine EP-Schockwelle machen. Okay. Und dann verlieren die Schilde. Grüße, Commander. Empfange Signal. Also der kann auch Ruffrequenzen quasi ein bisschen helfen. Alle Mannschaften bereit. Dann mal los. Sag, was er heißt. Befehle, Captain. Okay. Sofort, Sir. Careful. Guten Tag, Commander. Oh ja. Immer mit der Ruhe. Ich höre. Befehle, Captain. Ich höre. So. Ja, den kann ich wieder zurückpacken, ne? Denn wir brauchen nicht mehr. Melde mich zum Dienst. Ich höre. Was wir aber machen können, Ruffrequenzen offen. Ihr seht ja, die übermittle Befehle. Sind hier. Hier haben wir übrigens mehr Mineralien, könnten wir dann noch mehr nutzen. Empfange Signal. Brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, ne. Alle Mannschaften bereit. Was wir aber machen können, ihr seht ja, diese Kreuzkreuze sind jetzt gerade richtig angeschlagen, manche Energie. Davon.
zumindest. Alle Mannschaften bereit. Ah, Grüße, Commander. Auch, ne? Übermittle Befehle. Da können wir jetzt WWF benutzen, ne? Und die reparieren. Empfange Signal. Guck mal. Das ist doch geil. Melde mich zum Dienst. Und reparieren tut weniger Kosten als Neubauen. Na, also vergiss es. Alle Mannschaften bereit. Kurs setzen. Deswegen immer eure, also zumindest eure Forschungsschiffe. Und am besten würde ich auch, also Panzer, ja? Also Panzer und Panzer und schwere Kreuzer. Alle Mannschaften sind, bereit. Das Einzige, was, ihr, Tag, was wirklich Sinn macht, zu reparieren. Ja? Und ihr seht auch, ich tue mit mehreren WBFs reparieren, weil so geht's schneller. Na? Also, viel schneller. Es kostet natürlich auch mehr, so gesehen, aber es geht schneller. Hauptquartier, empfange Befehle. Ja, Sir! Melde mich zum Dienst. Ja, Sir? Ich springe immer hin und her. Alle Mannschaften bereit. Und auch immer noch, immer nicht vergessen, reparieren kostet Geld. Hier seht ihr 359, ne? Wenn ich jetzt hier den Forschungsschiff repariere. Okay. Es tut Mineralien kosten. Ein bisschen, aber ein bisschen. Es kommt immer natürlich drauf an, was. Also, also wie es gebaut wurde quasi. Wenn man so will. Also wurde jetzt ein Versorgung. Ich kann wieder nicht sprechen. Oder ein Forschungsschiff hat viel Vespingas gekostet. Ich kann es ja nochmal zeigen. Ne? 225. Und deswegen, wenn man es repariert, tut es auch viel Vespingas kosten. Aber wir haben jetzt in dem Fall viel Vespingas. Deswegen ist es gut. Ja. Guten Tag, Kommandant. So. Übermittle Befehl. Wir haben alles. Empfange Signal. Dann Angriff. Immer mit der Ruhe. Ah, Grüße, Commander. Den kann ich wieder hin. So, wir scannen auch mal hier ein bisschen. Ne? Hier ist nichts, okay. Aber hier ist auch sowas, okay. Alle Mannschaften bereit. Ja. Hauptquartier. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr ein Forschungsschiff habt, also EMP, ne, für die Schilde, aber was ihr auch machen könnt, ist Verteidigungsmatrix. Das ist auch sehr wichtig. Ja. Denn Verteidigungsmatrix, dann tun die wie heißt das, schweren Kreuzer viel länger halten. Aber wie immer, ne? Kanonen benutzen. Weil die Verteidigungsmatrix macht nämlich, dass ihr quasi resistent seid gegen Schaden. Ich weiß es nicht. Das ist quasi ein Schild, wenn man so will. Nochmal, ne? Immer mit der Ruhe. Damit ist mit den AMP geht übrigens auch bei Gebäuden. Also ihr könnt, ich kann jetzt auch hier AMP machen, ne? Und ihr seht, all diese Einheiten haben keine Schilde mehr. Sehr wichtig. Hier auch nochmal, ne? Weil es so einen Radius hat, immer wichtig, Radius benutzen, ne? Guten Tag, Kommando. Immer mit der Ruhe. Luftfrequenzen offen. Dann mal los. Immer mit der Ruhe. Alle Mannschaften. Das ist auch das Wichtigste. Forschungsschiffe sind ja auch Flugeinheiten, ne? Das bedeutet, diese Berserker hier, die sind kein Problem. Nur die Dragoner. Davon hatte der Protoss nicht so viel. Das bedeutet, das ist viel
Oh ja, und stimmt ja, die Berserker, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, die Berserker sind biologisch, das bedeutet, man kann sie auch bestrahlen. Ja? Trotz Schilde. Und das tötet die. Und da die ja ziemlich, lange Dauer haben zu sterben, kann der immer auch viele Einheiten quasi mitnehmen. Also dadurch, dass die Bestrahlung genauso wie das EMP auch einen Radius hat, kann es, während es eben aktiv ist, noch viele Einheiten rundum. Hauptquartier, empfange Befehle. So. Empfange Signal. Ist das jetzt alles, oder was? Energie. Wissen wir alle mal, ne? Kurs setzen. Bestätigen auf den Empfang. Das war's. Wir sind durch. Ruffrequenzen offen. Was ist denn angegriffen? Was? What? No! Wir werden angegriffen. Ignorieren Sie diesen Befehl. Wir verschwinden hier. Was? Wir wollen die Jungs doch nicht ihrem Schicksal überlassen. Oh mein Gott. Viele. Massentasson ist auf meinen Befehl. Oh. Verdammt, Arcturus. Das können Sie nicht tun. Ich habe es bereits getan. Steuermann, Signal an die Flotte. Bringen Sie uns aus dem Orbit heraus. Sofort. Wir haben es überlebt, eigentlich. Wir haben es überlebt, ja. Okay. Ich dachte gerade, oh mein Gott, ey. Oh. Aber aus dem Grund mache ich die Bunker dahin. Okay, gut. Wir haben gewonnen. Puh. Jesus. Wir waren wieder die Söhne von Kohall. Die Protoss das allererste Mal. Der Sargas-Stamm. Expeditionsstreitmacht. Okay. Expedition. Also sie sind einfach nur mal so hierher gekommen. Ja, und die Jomogant-Brut. Die lilane. Jomogant-Brut war natürlich der Zergschwarm. Ja. Das war's natürlich, ne? 9. Mission Nummer 9. Sehr stark, sehr schwer. Aber wenn ihr es genauso macht wie hier, wie ich es jetzt gemacht habe, dann werdet ihr gewinnen. Bunker hin, Space Marines rein, Feuerfresser, Versorgungsdepots, baut 2-3 Kommandozentralen für die Expansion, ne? Und die Belagerungspanzer überall auch. Schütztürme nicht vergessen und dann eben ein paar schwere Kreuzer und dann besiegt ihr die Protoss in Handumdrehen, ja, genau. Ja, ich bin normalerweise jemand, ich liebe es eigentlich mit Belagerungspanzern und Goliaths die Protoss zu besiegen, ne? Weil eben auch die Belagerungspanzer so einen Schaden machen, aber ja, Tüdelü sag ich dazu nur, ne? Alright, Leute, macht's gut. Oh mein Gott, ich leg mich jetzt wieder hin. Ich sag's euch, ich leg mich jetzt hin und penne eine Runde. Und dann haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, liken, abonnieren, kommentieren, alles nicht vergessen. Teilt es auch unter euren Friends, unter euren Friends. Ja. Und dann sag ich mal wieder. Haut rein, Leute. Bye, bye. Piu, piu. Achso, und da das ja jetzt die 9. Mission war, ne? In der letzten Mission
ist die letzte Mission, die nächste Mission ist die letzte Mission. Und in der letzten Mission bekommen wir leider keine Einheiten mehr. I'm sorry. Ja. Aber wir werden sehen, was passiert. Denn jetzt, ja, so gesehen natürlich, sind wir von den Zeigen überrannt worden, mehr oder weniger. Also zum Glück hatte ich genug Einheiten oder Bunker da, um sie wenigstens so zu stoppen, aber trotzdem, ne? Von der Story her wurden wir überrannt von den Zerg. Genauso wie Kerrigan, ne? Weil sie ja nach einer Evakuierung gefragt hat. Aber es gab keine. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Mengs dazu sagt. Okay. Na gut, egal. Ja, oder Rainer, vor allem Rainer. Bin mal gespannt. Also haut rein, Leute.